Hallo und herzlich willkommen zu Pokémon Ultramond und wir sind im Dimensionsforschungsinstitut. Das Soldier dort agiert mal. Aha, ich sehe es hier sofort an. Du machst noch nicht Gebrauch von den Kampfboxen. In welcher Zeit lebst du denn? Die Kampfboxen findest du, wenn du über den PC auf deine Boxen zugreifst. Registriere Pokémon in den Kampfboxen, um Kampfteams festzulegen. So hast du dein Kampfteam sofort parat, wenn du eine Einladung zum Kräftemessen erhältst. Du kannst bis zu 6 Kampfteams stellen und je nach Situation das am besten geeignete Team auswählen. Vielleicht möchtest du mit verschiedenen Teams kämpfen, je nachdem, ob du auf Reisen bist oder ein Battle Royale teilnimmst. Es könnte noch besser. Ich rede noch viel mehr. Du kannst ein Pokémon gleich mehr. Ich mache das sowieso nicht. Das kannst du nicht total vergessen. Ich habe ein Team und damit werden wir dank der Kampfvideos kann man nicht nur Link Kämpfe noch einmal ansehen, sondern auch Pro-Kämpfe durchführen. Deswegen sind Kampfvideos großartig. Okay. Es wäre echt geil, wenn ihr mal was Nützliches. Vor einigen Jahren hat ein Mann namens Moon eine Abhandlung zu den Ultraforten veröffentlicht. Aha. Guck mal hier, Professor Bennett hat früher eine Dimension namens Traumkluft erforscht. Okay. Und wie du sehen kannst, haben wir in unseren Regalen bereits einiges an Daten zu den Wechselverhältnissen zwischen Pokémon und anderen Dimensionen gesammelt. Das hat sie vorhin schon, glaube ich, schon mal gesagt. Ach so, wir müssen demzufolge ins Regal gucken. Das da? In dem Regal sind viele Unterlagen über die Traumkluft. Eine Kluft zwischen der Welt, der Träume und der Realität. Aha, gut, hier ist ein Sticker. Nummer 29. Ja, mit den Pokémon reden wir weiter nicht. Kukui, Lisa, warum hörst du nicht, was alle zu sagen haben, wo du extra hier bist? Ich hab mit allen geredet, nur mit den Pokémon noch nicht und mit Lily. Ach so, 3 Monate ist es her. Ich wollte damals Professor Bennett besuchen, um mehr über Völkchen, also über Cosmog, zu erfahren. Doch auf dem Weg habe ich mich verirrt und bin vor Erschöpfung am Strand ohnmächtig geworden. Professor Bennett hat mich gefunden und sich trotz später Stunde meine Geschichte angehört. Sie hat sogar ihren Mann, Professor Kuroi, dazu überredet, mich in seinem Loft unterzubringen. Gemeinsam versuchen wir mehr über Völkchen herauszufinden. Professor Bennett ist für mich wie eine richtige Mutter. Okay, das war glaube ich jetzt das, was sie immer noch nicht. Das waren interessante Informationen, nicht wahr, Lisa? Also wenn es die Ultra-Bestien wirklich gibt, frage ich mich, was sie so für Attacken haben. Du hast doch alle 3 Prüfungen auf Akala bestanden. Bravo, sage ich ja nur. Dann steht als nächstes der Pokémon-Kampf gegen Inselkönigin Myla an. Dabei handelt es sich um die wohl größte Herausforderung auf Akala, die große Prüfung. Oh, viel Glück. Myla wohnt in Koni City.
Dorthin gelangst du nur über den Diktatunnel. Ich bleibe noch hier. Es gibt da etwas, worüber ich mit Professor Bandit sprechen möchte. Wenn man einen neuen Ort erreicht, merkt man erst so richtig, wie weit man es mit seinen Pokémon schon gebracht hat. Okay, sind die alle fertig jetzt? Stockwerk EG. Und irgendwie gibt's hier noch. Ja, wir gehen gleich in die Diktatunnel, aber. Da! Das wollte ich gar nicht sagen. War das eben ein Riss am Himmel? Lisa! Du hast bereits die Prüfung von drei Captains bestanden, oder? Dann musst du als nächstes durch den Diktatunnel und Meiler treffen. Der Diktatunnel liegt jetzt ganz in der Nähe des Pokémon Centers. Der Eingang ist leicht zu übersehen. Am besten folgst du einfach den Wegweisern. Okay. Ich wollte eigentlich. Guck mal. Ich wollte sagen, wo war denn das? Genau, Sticker Nummer 30. Das wollte ich sagen. Ich werde einfach irgendwie noch die Sticker verfolgen. Die hier auf mich warten. Ja, Maketen. Also hier ist übrigens Game Freak, aber. Ah ja, mir geht es ein bisschen darum, dass sie auch halt. Ein paar Sticker noch zu holen sind. Kick mal da. Aber wir können uns nicht auf den Schoß setzen. Immerhin kann ich ihn mitnehmen. Ich habe auch keine Lust mit allen zu sprechen jetzt. Wieso? Irgendwie kriegt man hier irgendwas ab. Man muss dazu 80, 100 Pokémon irgendwie im Pokédex haben und so. Dann geht das wohl. 32. Okay, mehr sind hier glaube ich nicht zu holen. Da gehen wir runter. Es wäre irgendwie sinnvoll, dann ganz zum Schluss nochmal nachzugucken, wo alle Fundorte sind. Aber. Man weiß ja nicht, wo man die anderen schon gefunden hat. Nummer 33. So, wie sieht es denn aus mit unserem Pokémon? Ja. Ich sag mal ja. Ah, der Tunnel. Ich glaube, hier müssen wir irgendwie lang. Ah, da ist der Meiler. Oh, du bist es. Wir haben da ein kleines Problem.
Seit kurzem wimmelt es in dem Tunnel nur so von Nektar. Deshalb dürfen gewöhnliche Trainer hier auch nicht durch. Wie läuft eigentlich denn Inselwanderschaft? Lass mich doch mal denn die Zertifikate sehen. Wow, ist ja echt beeindruckend. Sogar Mausprüfung hast du bestanden. Für einen Trainer mit deinen Fähigkeiten sollte dieser Tunnel keine Gefahr darstellen. Am anderen Ausgang des Sektor-Tunnels liegt Kunikuni City. Ich habe dort einen Laden, in dem ich auf dich warten werde. Okay, sie steht dann darum, obwohl sie auf mich wartet. Ein Diktar. Ja, ich weiß nicht, gefangen haben wir es schon. Ein bisschen Level noch. Und Blubstrahl. Na, guck mal, ist das ja nicht so schlimm. Und pflegen. Und Marikik freut sich, dass es mal geschächelt wird. So viel ist gar nicht. Okay. Na gut, ein bisschen vorankommen wollen wir auch. Hier lang? Also gut. Taurus. Ich glaube nochmal. Und ab. Na, guck mal, hat sich das wenigstens gelohnt? Ein Feuerstein. Und ein wildes Pokémon, ein Zubat. Lass es flüchten. Ich will keinen Zubat. Ach, wir haben es schon gefangen. Gott sei Dank. Irgendwie heißt das Ding doch Diktar-Tunnel, nicht Zubat-Flugfalle. Puh, dank Baldur sind wir endlich einen Schritt weitergekommen. Alola. Wir sind von der Aether Foundation. Wir beschützen Pokémon. Dass hier so viele Diktar gewütet haben, ist anscheinend das Werk von Team Skull. Team Skull ist ein Trupp furchtbarer Taugenixe, die Spaß daran haben, Pokémon und Trainer Ärger zu bereiten. Diktar benutzen Tunnel, die sie über Jahre hinweg gegraben haben. Wir wollen dafür sorgen, dass sie sich hier bewegen können, ohne gegen andere Pokémon kämpfen zu müssen. Ja, mal ist ja auch nicht so schlimm, ne? Es sind noch immer noch Diktar hier, also passt bitte beim Durchqueren der Höhle auf. Ja, naja. Gut, ich bin vorsichtig. Armer kicken werde ein wildes Pokémon drum ein. Oh, kick mal ein Larvita. Und unser Pokédex schreit auf, dass er das noch nie entdeckt. Marikik. Na los, dann lass uns mal den Flottball werfen.
Und vor allem, wenn die Flottbälle alle sind, können wir den irgendwie kaufen. Auf Route 8. Ja cool, das haben wir jetzt. Echt geil. Da freue ich mich, wenn der Pokémon endlich diesen herkömmliche Pokémon ist. Wie man so sonst immer kriegt. Zubat oder so. Ein Felshaut-Pokémon, Typgestein Boden. Es wächst durch Nährstoffe im Boden. Wenn es ungefähr einen ganzen Berg Erde gefressen hat, verpuppt es sich. Aha. Hört sich ja echt toll an. Na gut, im Großen und Ganzen sag mal so. Ich bin diesem Pokémon auch noch nie begegnet. Nicht nur den Pokédex nicht. Okay, ein Hypertrank und. Oh, hier rennt er jetzt rum und haben wir ein bisschen Glück gehabt, dass vorbeigerannt. Aber er ist so ein Trainer, oder? Ich hoffe denn doch. Aber der Tadasu fordert dich heraus. Er hat zwei Pokémon. Und er sitzt dick da ein und. Naja, da kommt jetzt unser Blutstrahl. Was ist das denn als zweites? Okay. Aber es ist wirklich nur dick da, es ist nicht irgendwie dick 3 oder so. Okay, Marke erreicht Level 29. Ich lasse den EP-Teiler mal an, obwohl der doch relativ hoch. Weiterkämpfen. Aber nachher. Oder viel später brauchen wir alles, was in Leveln irgendwie. Was irgendwie da ist. Und. Da ärgert man sich, wenn ich irgendwie seine Pokémon nicht gelevelt hat. Los, machen Blubstrahl und. Ja, ich glaube, der ist total weg, ne? Guck mal, am verursache ich auch 100 Level und verbrauche auch. Die machen Jungglut. Das geht ja wie Brezel backen. Am liebsten würde ich mich in dem Loch verkriechen, das ich gerade geschaufelt habe. Naja. Gut, okay, also der steht uns nicht im Weg. Cool, jetzt sind wir da lang gegangen, jetzt müssen wir hier lang. Ey, warte mal, hier ist irgendjemand gelaufen. Er guckt in die falsche Richtung, oder? Erst kommt er ins U-Bad. Na klar. Schnell weg. So, warten jetzt. Jetzt läuft der wieder, weil das ist ja doof. Also, okay, den machen wir jetzt noch und dann hat sich's aber erledigt. Jetzt guck, man muss sich seine Kräfte einteilen können. Ansonsten ist man schnell außer Atem. Ja. Da spricht er echt wahr. Fabrice hat Pokémon und
Ein Flapdrücks. Na gut, ich würde nur sagen, Flapdrücks hin und her. Es ist trotzdem Flug. Und da holte ich mal Amphoros vor. Jetzt kann ich endlich mit Amphoros mal was machen. Hier. Das ist irgendwie cool, ne? Das Pokémon. Na los. Elektroball. Das schmeißt mit irgendwelchen Steinen. Ja, Pech gehabt, würde ich sagen, denn wir schaffen auch das. Urzeit-Pokémon Flapdrix und Fabrice wurde besiegt. Du hast mehr Ausdauer, als ich dachte. Lisa gewinnt 880 Pokédollar. Er hat nichts weiter zu sagen und den letzten kleinen, die letzten paar Meter vom Diktatunnel machen wir nächstes Mal. Tschüss.